So, es steht 17:2 für die EU-Kostenspielerin, die jetzt hier angriff zum nächsten letzte Mitteläufer für Spiel. Das war fast schon die aus Norwegen. Und im nächsten sind dann die EU-Kostenspielerin gegen das Team von Holzhausen. Jetzt zwei Sportfreunde, einmal der Max Tamm, Spieler in der D-Jugend, E-Jugend? In der D-Jugend. In der D-Jugend. Und einmal der Trainer Frank Mix. Hallo und herzlich willkommen. Max, wie viele Spiele habt ihr jetzt schon gemacht? Wir haben jetzt hatten jetzt schon zwei Spiele und haben beide gewonnen. Beide gewonnen. Frank, ich denke mal ein großes, gut besetztes Turnier, was ihr hier habt. Wie ist deine Meinung dazu für die Sache? Also bislang hat sich gezeigt, dass das Turnier sehr gut besetzt ist. Denke ich mal, wobei ich sicherlich davon ausgehe, dass wir morgen in der Finalrunde stärkere Gegner sehen werden, noch wie hier. Okay. Max, wenn du jetzt sowas erlebst, du spielst hier gegen internationale Mannschaften, gerade mit den Norwegern, wie ist das für dich als junger Mann? Ja, also es ist eigentlich ganz gut, andere Mannschaften kennenzulernen und auch aus anderen Ländern und so. Ja. Okay, Max, wenn du jetzt das so erlebst, du sagst es gerade, Mannschaften aus anderen Ländern, ist es denn was besonders Schönes für dich, für Post-Schwerin zu spielen? Ja, also, ja, finde ich ziemlich, also, ja. So. Frank, jetzt muss man sehen, deine Jungs sehen es ja auch, internationale Spiele hier. Was ist die Zielstellung für euch hier bei dem Turnier und überhaupt, was wollt ihr mit den Jungs irgendwann mal erreichen? Also erstmal ist es so, dass die Jungs dieses Jahr von uns abgegeben werden. Die gehen ja nächstes Jahr in die C-Jugend hoch und wir bleiben als Trainer in der D-Jugend. Aber was dieses Turnier angeht, ist es sicherlich so, dass wir schon vorhaben, ganz vorne zu landen. Ich kann die Konkurrenz im Detail jetzt noch nicht einschätzen, weil ich sie noch nicht gesehen habe. Aber unseren Jungs ist zuzutrauen, dass sie es ganz nach oben landen, ganz nach oben schaffen. Max, würdest du dich denn noch freuen, wenn du gewinnst? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Alles klar. Freut sich, glaube ich, jeder, ne? Gut, ich danke euch. Jetzt hier, das ist ein digitales Zeitraum 2009, die DEU-Post-Chain, gestern hier in Holzhausen. Post-Chain, wir werden Sorry, man sagt, die beiden Teams halten sich erstmal ein bisschen frisch noch. Die Technik ist ausgefallen, das ist ja alle unterschiedlich.
Sagt ihr irgendwo fast schon jemand? Fortschritt gegen 1:0, erste Halbzeit.